Und weiter geht's. Uncharted 4, die 10. Folge. Wir müssen jetzt abhauen. Wir haben das Kreuz geklaut und jetzt müssen wir, glaube ich, so schnell wie möglich hier raus. Rafe ist, glaube ich, gar nicht begeistert, aber shit happens. Kann man nichts machen. So, ich denke mal hier rüber. Ja, spring. Hoch mit dir. Oh. Bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich die weiße Bedrohungsleiste. Weiter. Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Okay, weiter. Halten Sie sich aus dem Sichtfeld des Gegners heraus, um getarnt zu bleiben. Rücken und halten. Okay. Okay, alles klar. Verstanden. So. So, alles ganz schnapp, wenn ich jetzt den Weg wüsste. Ich weiß nicht, ob ich hier runter muss. Hier wird schon runtergehen oder ob ich übers Dach muss. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss hier rüber. Hier schaut es doch mal gar nicht schlecht aus. Gehen wir hier hoch. Oh. Auf Wiedersehen. So, gehen wir hier weiter. Immer schön nicht ins Licht kommen. Kein Plan, wo ich lang muss. Probier jetzt einfach mal darüber. Komm hoch. Und hier hoch. Okay. Steht hier einer drinne? Der dürfte mich normalerweise nicht sehen. Hier ran. Genau. Dann schnell darüber. Jetzt warte ich, bis der Scheinwerfer noch einmal rübergegangen ist und dann. So. Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Leider habe ich keine Waffe. Leider habe ich keine Waffe. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, Leute. Schauen wir mal hier. Glaube ich hier lang. Aspekt. Halt, halt, nicht schießen! Ich hab mich verlaufen! Verdammt! Nathan, was ist los? Die schießen auf mich! Ich wollte ja Waffen mitnehmen. Ich weiß. Alter. Ich muss nach oben und mich umschauen. Komm hier denn nicht hoch? Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo lì. Okay, vielleicht kann ich gleich einen hier killen im Gras. Sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo? Trovato qualcosa? Okay, zwei sind ausgeschaltet. Bin unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Na, ich glaube, das ist noch so eine Art kleines Tutorial jetzt. Okay. Vieni fuori, ora! Visto nulla? No, niente da segnalare. Okay, wir sind jetzt hier oben. Springe ich hier runter. Oh. Okay, ich glaube, das war der falsche Weg. Okay.
Okay, hier komme ich nicht hoch. Da oben sehen die mich wahrscheinlich sofort. Da komme ich auch nicht runter. Da ist der Ballsaal. Und davor die Einfahrt. Oh, ey, so ewig weit. Komme ich da rüber oder komme ich da nicht rüber? Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Nein! Okay, da komme ich nicht rüber. Okay, jetzt sind wir schon mal hier oben. Alles voll Licht, das ist scheiße. Ach. Da komme ich da auch nicht rüber, oder? Ich habe keinen Plan. Der Ballsaal. Davor die Einfahrt. Ja, ist mir schon klar. Okay, Leute, ich probiere es einfach mal darüber, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Nein. Okay. Muss irgendwie einen anderen Weg finden. Ich glaube, dass ich schon komplett zu weit gelaufen bin wahrscheinlich. Weil hier geht es ja eigentlich jetzt nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Oder kann ich mich irgendwie rüberhangeln? Nee. Oh, Leute. Da komme ich nicht rüber, hier komme ich nicht rüber. Ich glaube, dann gehe ich mal zurück und schaue mal, ob ich dann hier unten irgendwie weiterkomme. Aber normalerweise müsste es doch der richtige Weg sein. Das gibt's ja nicht. So, hier haben wir die zwei Wachen ausgeschaltet. Es ist aber eigentlich nur der Weg hier. Hä? Na, das muss da irgendwie weitergehen. Ich habe aber keinen Plan, wo. Hm?
Kann man sich hier irgendwo runterhangeln oder so? Schaut nicht so aus. Da habe ich schon ein Fenster auf, aber ich komme da nicht hoch. Der springt mir da nicht hoch. Jetzt gehen wir näher ran. Ah, jetzt. Vorher ist er nicht hochgesprungen. Okay, alles gut. Fail, sage ich nur. Ich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Das glaube ich nicht, dass du da raus spazierst. Okay. Oh. Nadine. Susi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben, sehen Sie? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Gibt's ihn auf der Nuss? Alter, was ist da los, Ega? Mit dem Artefakt. Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum. Ich verliere langsam die Geduld. Ich hab noch etwas, Gentleman. Wie wär's mit Unentschieden? Nein. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Wissen Sie, Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. Okay, halt, halt. Gut. In meiner Gesäßtasche. Wo ist das? Alter. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Es ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balsam. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Okay, runde Schild, runde Schild. Okay. Die gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Ja, wir können wieder nicht lang. Mei. Okay, hier drüben war ich vorher, bin ich abgekratzt. Nein, und schon wieder down. Aber wir kommen da bestimmt noch hin. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balsam. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe ne Knarre. Bis gleich. Boah, Alter.
Lass zu! Was machst du? Wonach sieht's dir aus? Scheiße! Nathan! Fang! Halt, was? Oh, Mist. Ich hab sie! Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Okay, dann geh rüber, komm. So, jetzt bin ich runter. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Stirb! Oh, wieder knapp. Hoch da, komm! Und hoch, komm. Venite fuori. Boah. Stirb. So. No, qui non c'è nessuno. Down. So, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Okay, einer müsste noch da sein. Nein. Okay. Nehmen wir mal die mit. So, wie komme ich jetzt am schnellsten runter? Hier raus. Okay, hier durch. Sollen wir nicht so viele böse Buben wiederkommen? Okay, wir sind fast beim Ballsaal. Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sir. Okay, ich schau fast, als wenn ich da hoch müsste. Wie ist jetzt? Oh, gut. Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo a dare un'occhiata! Komm hoch, komm!
tun hat. Mehr. Okay, das ist besser. Glaube ich. Oh nee, oder? Schuss mehr drin. Hab ihn getroffen. Hinter uns noch was, oder wie? Nee. Pure Action hier. Verziehen aber die Waffen. Okay. So. Munition. Rein, weg da jetzt. Los, los! Festhalten! Puh. Okay.
Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Eine Schatzkarte, oder? Nee. Rhodium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm, super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Damit würde ich sagen, war es auch dann schon mit dieser Folge, nach der Cutscene. Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja?
Okay, Leute, und wie es in dem Grab von Henry Avery weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn, der sich hier versteckt. Bis dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da, Daumen nach oben da und natürlich vielleicht auch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.